Aber wir haben immerhin schon mal eine Giftmüllaufbereitungsfabrik. Das sieht auch genau richtig aus in der Umgebung, wo die sich befindet, da mit diesen ganzen Giftmüllquellen da im Hintergrund. Moin und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. In unserer postapokalyptischen Weltkarte haben wir jetzt drei postapokalyptische Helden, die die postapokalyptische Umgebung für postapokalyptische Ressourcen plündern können. Der absolute Wahnsinn, und so kriegen wir jetzt auch endlich mal ein bisschen mehr Forschungspunkte. Danach bin ich gerade verzweifelt am Suchen. Also wir müssen da immer diese Felder aufdecken und dann mit unserem Wissenschaftler, mit dem Satoshi, dort zu den entsprechenden Locations laufen, wenn wir dort was gefunden haben, und dann die Forschung dort plündern oder auch andere Teile. Wir sehen, hier gibt es zum Beispiel Zement in einer Zementfabrik, und hier gibt es zum Beispiel auch in einem Krankenhaus ab und zu mal medizinische, ja, Medikamente zur Versorgung, und das ist besonders wichtig, wenn wir dann zum Beispiel Katastrophen haben, wie beispielsweise Pandemien, die eine Erhöhung der Infektionsraten nach sich ziehen. Und da braucht man natürlich Medikamente, die wir tatsächlich nur aus der Umgebung von der Weltkarte plündern können. Das heißt, diese Helden sind auf jeden Fall ziemlich wichtig, die wir hier haben. 6 Kolonisten sind infiziert. Jetzt geht's hier richtig pandemisch zur Sache. Jetzt ist die Schweinegrippe richtig angekommen hier. 15 Unterkünfte mit 2 oder 3 Kolonistenbelegung. Ja, 2 oder 3, das wüsste ich halt gerne genau, wie viele es sind, ne? Wie viele Unterkünfte ich habe für wie viele Kolonisten. Das ist halt unklar. Das ist nicht ganz exakt. Er sagt halt, wie viele Gebäude das sind, aber nicht, wie viele Plätze da drin zur Verfügung stehen. Große Zementruine aufgebraucht. Oh. Da müssen wir wohl die Arbeitszone verlegen. Zement wird langsam echt eng hier, ne? Im näheren Umkreis. Aber die Pandemie hat aufgehört. Jetzt müssen wir nur noch die Kranken gesund machen. Und hoffen, dass keine weiteren Infektionen auftreten. Wie sie alle husten. Ich höre alle husten hier. So, warte mal. Wir bauen nochmal eine Baracke direkt. Wir haben ja... Ja, wir haben ja ein bisschen Material. Hier, ich baue jetzt hier noch eine. Ist jetzt egal, ob da Strahlung ist. Dann werden sie halt mutieren. Dann haben wir halt Mutanten, dann haben wir halt die X-Men hier. Ist egal. Genau, hol da mal Zeug raus. Die 2 können auch schon wieder. Ich nehme mal mit ihm die letzten Medikamente raus. Jetzt kann er sich ja nicht bewegen, und sie darf mal in der Zeit das Gebiet hier erkunden. Natürlich. Ein Krimineller. Ja, dann im nächsten Schwung abliefern. Kolonist Elisabeth ist tot, starb an Erschöpfung. Ja, selber schuld. Was legt sie sich auch nicht hin? Und schläft einfach mal. Ah ja, hier geht's auch langsam wieder vorwärts. Wir können doch bestimmt jetzt dann ein Zelt wegmachen, wenn jetzt die eine Baracke da fertig ist, oder? Ich glaube, wir haben auch den Effekt abgeschwächt von der Pandemie, dass das nicht so krass ist. Banditen nähern sich dem Tor, was? Oh shit! Eine kleine Gruppe von Banditen nähert sich dem Tor. Sie schleifen jemanden hinter sich her. Jetzt wird's mal richtig krass hier. Der Anführer zielt mit einer Pistole auf den Kopf des Gefangenen und ruft: Wir haben einen deiner Kolonisten dabei erwischt, wie er in unserem Lager herumschnüffelt. Willst du den zurückhaben? Dann tausch das Leben dieses Jammerlappens gegen etwas von deiner wertvollsten Beute ein. Die Geisel stammt definitiv nicht aus deiner Kolonie, aber sein Leben ist in Gefahr. Ich kann eh nichts machen. Ich habe weder das eine noch das andere. Da hättet ihr mal später vorbeikommen müssen, ihr dämlichen Idioten. Dann hätte ich euch nämlich Medikamente geben können, aber jetzt habe ich keine. Die werden erst noch angeliefert. Ja gut, lehne die Forderung der dämlichen Idiotenbanditen ab. Verschwindet von meinem Tor. Warte, was? Dein geliebter Müll ist dir mehr wert als ein lebendiger Mensch? Das ist echt eine kaltblütige Nummer. Das kannst du mir glauben, schnauzt der Banditenführer. Die Gruppe verschwindet zusammen mit der Geisel im Ödland. Einen Moment später hörst du einen einzelnen Schuss, der aus der Ferne... Ja gut, was hätte ich machen sollen? Es gab keine Möglichkeit, ihn zu retten.
Das sollten meine Leute aber auch irgendwie erkennen. So von wegen, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass deine Medikamentenanzahl nicht ausreicht und dass du nichts anderes tun konntest. Stattdessen heißt es wieder, Etiti, warum hast du ihn sterben lassen? Wir hätten ihm so gerne geholfen. Lager ist voll. Das ist gut, dann können wir nämlich mal hier ein neues bauen. Oder hier. Neben dem Friedhof, genau. Lagerhalde. Haldenlager. Wunderschön. Essen wird schon wieder bedenklich wenig. Wir sollten mal wieder... Oh ja, stimmt, die Bevölkerung ist ja auch gewachsen. Wir sollten mal wieder für Essensnachschub sorgen hier. Jetzt haben wir ja hier mehr Platz hier vorne. Genau. Noch irgendwo, vielleicht auch mal da oben mal was pflanzen. Wobei, hier ist das Gelände nicht so toll dafür. Neben der Baracke direkt. Neben der verstrahlten Baracke. Und dann hier den Weg durchziehen. Nice. Baracke fertiggestellt, aha. Jetzt müssten wir doch eigentlich mal ein Zelt abreißen können hier. Sind aber immer noch überall Leute drin irgendwie, hä? Die bevorzugen die Zelte, die Idioten, okay. Das ist ja mal wieder sehr dumm. Dann schlachten wir das mal aus. Vielleicht können wir sie ja dazu zwingen. Kolonist Riley ist verletzt. Ist er direkt umgefallen vor Schreck. Okay, wir haben Spezialisten, die sich bewegen können. So, dann liefert mal ab. Die Medizin wird hier gebraucht. Genau, sie hat 4 Einheiten, er hat 15, genau. Und er, wo er? Ja, er kann wieder, okay. Ja, plündern wir mal ruhig alles da raus. Auch wenn wir es momentan alles noch nicht brauchen können, aber vielleicht brauchen wir es ja später mal noch. Ich würde aber gerne mal mehr Forschung finden, verdammt. Nie finden wir Forschung. Hier, genau. Warte, stopp. Machen wir mal Erdnüsse. Und dann... Wie werden die eigentlich beschrieben, die Erdnüsse? Wachstumsrate schnell. Okay, ja gut, warum nicht? Bisschen Powerfood zwischendurch. Du musst ein Kriegsherr werden und alle Banditen unterwerfen. Ja, ich arbeite ja schon dran. Ich verprügel die ja schon ordentlich. Und in die Leistengegend haben wir auch schon getreten, aber naja. Oh, hier ist einer verstrahlt. Aber ich kann ja jetzt die Doktoren ein bisschen wieder zurückfahren eigentlich. So viele Ärzte brauchen wir jetzt ja gar nicht. Wir haben ja jetzt... Wir können die mal woanders arbeiten lassen. So, hier machen wir mal wieder Kartoffeln, würde ich sagen. Damit der Ertrag insgesamt wieder mal ein bisschen nach oben geht, so. Dann verteilt sich das auch ein bisschen. Da ist es nicht so zentral. Also nicht so hier so geballt. Können wir vielleicht noch irgendwas Sinnvolles erforschen? Tauschhandel. Katastrophenprognose. Das wäre mal ganz schlau. Konnte ich jetzt eigentlich... Warte mal, konnte ich jetzt eigentlich Energie erforschen? Energieproduktion. Ja, lasst uns das mal machen schon. Für die anderen Sachen, die dann kommen, brauchen wir eh Energieproduktion. Ja, jetzt haben wir hier einen neuen Reiter. Der Wahnsinn. Windturbine. Ah, dafür braucht man die Dinger, diese Bauteile und so. Guck mal, wir können genau eine Windturbine bauen. Wir haben 8 Bauteile. Aber ich baue die mal noch nicht, weil wenn die nämlich kaputt geht, brauchen wir bestimmt wieder Bauteile, um die zu reparieren. Und wenn dann wir das nicht haben, dann ist das doof. Deswegen, ich warte mal bis wir es wirklich brauchen auch. Weil wir haben momentan noch nichts, für das wir Energie brauchen.
So, hier müssen wir jetzt wieder die Arbeitszone verlegen. Na, jetzt müssen wir schon weitere Strecken zurücklegen, um zu plündern hier. Es lohnt sich fast schon, das Gebäude hier nach oben zu bauen. Genau. Ah, Spezialist ist einsatzbereit. Geh da rein, genau. Und plünder. Und ihr zwei Nasen. Are you talking to me? Genau. So, ich frage mich nach wie vor, ob wir vielleicht noch weitere Zelte abreißen können. Wir gucken mal hier so ein bisschen. Ich glaube, wir haben zwei freie Plätze und in jedem Zelt ist ja immer, sind ja immer zwei Leute drin. Ja, komm, lass hier noch eins abreißen. Und da stattdessen gleich nochmal eine Baracke aufziehen. Ich würde gerne hier unten mal noch eine Baracke bauen. Ja, das passt auch genau dahin. Sehr schön. Ah, eine Mission. Schon wieder Jagdangelegenheit. Eine Reihe von Kolonisten bittet um die Erlaubnis, das Tor zu öffnen. Sie haben in der Nähe Tiere gehört. Okay, ja, geht von mir aus jagen. Die Gruppe nähert sich dem Tor. Anscheinend streiten sie miteinander. Angesichts des fehlenden Fleisches ist davon auszugehen, dass die Jagd nicht erfolgreich war. Keiner will die Verantwortung dafür übernehmen. Ja, es ist immer so. Ja. Keiner will es gewesen sein am Ende. Was ist hier? Oh. Arbeitszone verlegen. Oh, kein Plastik mehr. Das ist auch unrealistisch. Eigentlich müsste es immer genug Plastik geben auf der Erde. Alter, das ist nicht das einzige Plastik hier. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Ja. Es scheint fast so, als wäre da bald nicht mehr viel los hier in Sachen Plastik in unserer Gegend. Naja. Oder, ja, es war doch Plastik jetzt. Ja, genau. Die Strecken werden weiter. Aber wir haben auch schon ordentlich rausgeholt hier. Baracke wurde fertiggestellt. Sehr schön. Dann können wir ja wieder ein Zelt abreißen. Sollten wir eigentlich können. Dann haben wir ja bald alle Unterkünfte ersetzt, Mensch. Reicht der Platz da? Oh, der Platz reicht für Baracken. Guckt mal. Dann bauen wir da jetzt noch welche. Spezialist einsatzbereit. So, er darf jetzt mal weiter erkunden. Er darf hier erkunden. Oh, die haben Klamotten, die Banditen. Jetzt aber erstmal den Stuff ablegen. Ah, die können auch beide aufs selbe Feld. Gut, damit haben wir 19 Einheiten Medizin, nicht schlecht. Irgendwer kann noch. Satoshi kann noch. Ja, dann geh halt. Oh! Junge, was? Das ist nicht dein Ernst. Okay, er braucht aber nur Zement und hier, ja, jetzt hier ist die Ernte kaputt. Toll. Ein ganzes Feld ist weggeblasen worden. Schweinerei. Vor allem, das wirkt jetzt sehr gezielt auch ein bisschen, ne? So nach dem Motto, oh, da ist eine Baracke und da ist ein Feld, da rausche ich mal schnell rein. Schweinerei. Und ich wette, auf dem Feld gab es einiges an Nahrung. Naja gut, wir haben ja ein bisschen Reserve. War hier hinten nicht auch noch ein Feld? Ah ja, okay, das hat er nicht getroffen, alles klar. Ja, 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 liebe Freunde. Da hat's uns einfach mal unser Feld weggenatzt. Stopp. Karotten. Ach, Bonnie. Bonnie ist da. Die soll sich mal heilen. Die soll sich mal erholen. Oh, sieht doch gut aus.
Hä? Muss doch arbeiten. Ach so, sie macht das. Ja, ja, ja. Ah, Einheit ist einsatzbereit. Das Reparieren dauert auch mega lange. Zementlagerstätte ist leer. Alter, das geht jetzt voll schnell. Mit den XYZ ist leer. Naja, weißt du Bescheid, ne? Können wir irgendwie noch Zement dann herstellen? Ich hol den mal von hier. Und die können da welchen herholen. Es muss doch irgendwie noch Zement dann geben. Bestimmt kann man den dann irgendwie machen und produzieren. So, die haben jetzt wieder Aktionspunkte. Dann guck du mal, was da ist. Forschung! Da muss Satoshi gleich hin und hier die beiden. Auf schnellstem Weg tatsächlich. What do you want? Genau, das ist eine etwas schwierigere Mission. Oh, 497! Junge! Da gibt's 497 Forschung! Da müssen wir sowas von rein. Ohne Witz. Aber da schickt mal Bonnie vor. Glaube ich. Ein Pärchen streitet sich. Was? Die Rechte der Kinder. Kann denn nicht einmal jemand an die Kinder denken? Ein Pärchen kommt zu dir und fragt dich, ob es in der Kolonie irgendwelche Regeln zur Elternschaft gibt. Die Mutter denkt, dass die Kinder Hausarbeit übernehmen sollen, aber der Vater denkt, dass sie dafür noch zu jung sind und ihre Tage lieber mit Spielen verbringen sollten. Stelle dich auf die Seite der Mutter, stelle dich auf die Seite des Vaters, plane die Kinder ausbilden zu lassen. Das klingt eigentlich gut. Du stimmst zu, dass die Kinder ihren Teil leisten sollten, aber du hältst die Übernahme der häuslichen Aufgaben für nicht die beste Lösung. Du versprichst, dich über Bildungsmöglichkeiten zu informieren. Diese können leichte Arbeit im Haus beinhalten und Verantwortungsbewusstsein zu lernen. Das ist doch gut, ja, perfekt. Haben wir doch alles aufgeklärt hier. Und wenn ich irgendwann mal diese Wissenschaftspunkte da bekommen habe, vielleicht gibt es ja Forschung, also Schulen. Bildung, ja. Bildung gibt es. Papierwindmühlen. Blumen im Baumstamm. Flaschenkaktus. Wir brauchen dringend Forschungspunkte. Dringendst. Aber sowas von. Sonst geht's hier nicht weiter, sonst dreht man die ganze Zeit auf der Stelle hier. Alle rauf da, genau, rauf auf die Forschung. Gleich haben wir auch wieder Punkte, dann können wir das machen. Hatten wir jetzt eigentlich noch ein Zelt abgerissen? Oh, wir haben voll viele freie Plätze noch in den Baracken. Ja, dann warte mal, dann schlachte das Zelt mal aus. Ja, Spezialist ist einsatzbereit, sehr gut. Ja gut, dann Scheiße, sie kommt nicht bis ran. Na, warte mal, die Mission ist eigentlich nicht so schwierig. Ich probiere mal mit ihm reinzugehen. Aber eigentlich ist das dumm. Ich muss wirklich eigentlich auf Satoshi warten. Er holt ja da mehr raus, glaube ich. Ja gut, jetzt haben wir schon mal wie viel? 94 haben wir jetzt schon mal. Das ist an sich ja nicht schlecht. Warte mal, sie kann... Sie kann ja mal hier die Nachbarschaft erkunden. Natürlich, was sonst? Bau mal einen Förster. Ja, um das hier wieder aufzuforsten. Ja, aber ich kann ja eigentlich, glaube ich, die Arbeitszone... Ich glaube, die Bäume werden uns so schnell nicht ausgehen, ohne Witz. Kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, ich kann ja immer noch sagen, hier, jetzt geh dahin zum Holzhacken oder... Oder geh dahin. Ich glaube, solange wir hier noch Bäume haben... Famous last words. Verzichte ich mal auf einen Förster. Vor allem so nah dran halt. Wir sind ja noch umringt von Wald. Oh nein, nicht schon wieder. Was? 5 Erwachsene und 6 Kinder? Aber noch eine Wissenschaftlerin wäre da mit drin.
Ist es nicht etwas komisch, dass die Regierung einfach verschwunden ist? Es ist fast so, als sie einen Plan B für den Fall hatten, dass das Land zu nichts mehr taugt. Sollen wir die annehmen? Das sind 10, das sind 11 Leute, lol. Mehr Felder, ja. Okay, wir nehmen die mal auf. Haben wir noch eine Wissenschaftlerin mehr? 8 Kolonisten sind obdachlos. Ja, Junge, Junge, jetzt geht's aber los hier, okay. Mehr Baracken. Wir haben ja jetzt Platz hier vorne. So, ich reiß jetzt mal hier. Kann ich... Wenn ich den Brunnen verlagern würde, nach hier drüben, könnte ich hier noch eine Baracke hinbauen. Kann ich hier eigentlich eine Baracke hinbauen? Warte mal. Ja. Diese komischen Kisten, die da sind, die existieren ja gar nicht wirklich. Komm. Dann haben wir schon mal 2 Baracken. Das sind 6 Leute, die dann unterkommen. Alter, stimmt. Und wir brauchen auch mehr Felder noch dann. Da brauchen wir mindestens noch 2 Felder jetzt. Hier haben wir jetzt ja fruchtbares Weideland an sich. Dann baue ich jetzt einfach hier noch Felder auf. Ach komm, was soll der Geiz? Wir bauen 3. 3 Felder. Dann haben die auch alle was zu tun. Dann können die sich nicht langweilen. Was ist hier schon wieder nicht richtig? Schürfzug. Auch schon wieder weg? Okay. Wo ist denn hier jetzt noch Scrap Metal? Ach du Scheiße, das ist auch schon voll weit weg jetzt. Voll weit alles. Die Wege. Mich beschleicht das dumpfe Gefühl, dass wir unsere Sammelgebäude mal verlegen müssen irgendwann. Demnächst. 9 Kolonisten sind obdachlos. Okay, hier aber erstmal jetzt... Okay, wir machen noch einmal Karotten. Und noch 2-mal Kartoffeln. Oh Gott, das Essen geht gen Süden hier. Alter Schwede. Aber gut, die Kartoffeln werden bald geerntet. Und die Möhren auch. Es sollte nicht mehr sehr lange dauern, bis wir wieder Essen kriegen. Und wir können ja an sich hier noch ein paar Bärenbüsche abfarmen. Zur Ergänzung. Kleine Zementruine. Ach, schon wieder, ey. Mann. Warte mal. Zementruine. Genau, jetzt erstmal hier. Ah, eine Wissenschaftlerin, genau. Stimmt ja, sie ist ja jetzt neu. So, was kann sie denn? Forschung 4, Plündern 3. Verteidigung 1, okay. Ja, dann gutste, geh doch mal gleich nach links da. Dann gucken wir mal, was hier ist. So, jetzt haben wir Satoshi am Start. Den lassen wir mal die Forschung rausholen. Das hat sich gelohnt. 207 Einheiten sind da jetzt noch drin. Alter, wir haben über 2... Moment! Hahaha! Forschen, forschen! Er hier, er kann mal da unten gucken. Natürlich Banditen. Dann lasse ich ihn... dann lasse ich jetzt mal... Genau, wir machen jetzt mal Forschung. Genau. Bei Sicherheit. Jetzt können wir Gefahrguttechnik erforschen. Umweltstation. Jetzt können wir die blöde Verstrahlung da wegmachen. Produktion 4, was? Sie macht das Leben sicherer und angenehmer, indem sie die verseuchte Erde aus den Ablagerungen mit Verschmutzung einsammeln und auf sichere Art und Weise... Auf sichere Art und Weise, genau. Ja gut. Wie teuer ist denn der Spaß? Den können wir uns sogar leisten. Ich finde, das sollten wir unbedingt machen. Nur wohin? Am besten gleich...
Sollte das direkt bei den Wohnhäusern stehen, so eine Entsorgungsanlage? Nee, oder? Nee. Warte mal. Ich zieh mal die Straße hier noch ein bisschen weiter durch. Und dann bauen wir den Entsorger mal hier hin. Ja, warte mal, hier ist viel fruchtbares Land. Das hier ist Brachland, glaube ich. Bauen wir das jetzt hier hin. Hier so hin. Da kann er es ja auch gut entsorgen. Ja, Wahnsinn. Wir haben... also gleich einen Entsorger für Atommüll. Da haben wir eine Sorge weniger sozusagen. Ich habe aber immer noch Obdachlose, verdammt. Wie viele habe ich denn? 4 Kolonisten immer noch. Dann brauchen wir noch eine Baracke auf jeden Fall. Ja, dann kann ich die ja eigentlich hier hinstellen jetzt, weil jetzt können wir ja da das Zeug dann wegmachen. Dann ist das ja kein Thema mehr eigentlich. Hier, ich stelle die jetzt hier hin. Dein. Oder dein. Jetzt können wir ja den Strahlenmist beseitigen. Händler, was? Oh, schon wieder. Na, was will er denn haben? Ein einsamer Wagen begibt sich ratternd in Richtung Tor. Seine Aufhängung ächzt und stöhnt unter der schweren Last. Sei gegrüßt, ihr guten Leute, ruft der Fahrer. Kann ich euch, edle Damen und Herren, an diesem schönsten aller Tage für einen kleinen Tauschhandel interessieren? Kann er? Wenn ich ihm 4 Teile gebe, kriege ich 17 Fische. Wenn ich ihm 18 Bretter gebe, kriege ich 11 Zement. Ja, gut, bisschen... ja, doch, Zement ist eigentlich... das ist gar nicht so doof. Weil wir haben ja schon gemerkt, das wird langsam weniger und vielleicht sollten wir da wirklich eine wiederherstellbare Ressource gegen eine nicht wiederherstellbare eintauschen. Weil die Bretter kriegen wir ja wieder, das ist ja kein Problem. Machen wir mal das. Ist besser. Nicht, dass wir irgendwann ohne Zement da sitzen. Vor allem für Reparaturen und so ist das gar nicht so unwichtig. Haben die hier jetzt schon... ah ja, genau, die sind schon beim Anpflanzen. Ja, Essen geht auch langsam zur Neige hier. Aber die Kartoffeln sind gleich gut. Und der Rest entwickelt sich. 40 Einheiten Nahrung haben wir noch. 5 Kolonisten sind obdachlos. Eine Baracke ist gleich fertig. Hier werden fleißig Teile reingeliefert. Ich hoffe, ich brauche keinen Strom dafür, aber da steht nichts dabei. Ich sollte vielleicht auch noch einen Brunnen bauen. Das wird auch langsam eng wieder. Bau den jetzt auch hier hin mitten rein. Wenn da jetzt Strahlung ist, ist egal. Ich weiß ja nicht, wie der dann reinigt. Wie das dann genau abläuft. Ob der im Radius einfach dann anfängt von... hier ausgehend alles drumrum sauber zu machen oder ob ich das dann auch auswählen kann wieder. Werden wir ja gleich sehen. Spezialisten haben Bewegungspunkte, sehr gut. Satoshi! Rein! Genau. Nochmal 244 Punkte. Da können wir auch gleich mal investieren hier wieder. Bildung. Wollen wir gleich in Bildung investieren oder Abfallrecycling? Vielleicht erstmal Abfallrecycling. Dann können wir endlich mit diesem komischen Zeug was anfangen. Mit diesem komischen Zeug. Dieses Abfallschrottzeug. Komm. Gleich investieren. Ist das dann die Werkstatt? Ja. Ah, die stellt Teile her dann. Okay. Verstehe. Ja, da würde ich jetzt aber mal warten, bis hier das weg ist. Dann kann ich da auch bauen. Sonst habe ich hier die hässlichen Lücken die ganze Zeit drin. Wenn sie denn bald mal fertig sind mit der Umweltstation. Beeren aufgebraucht, oh. Dann Arbeitszone verlegen. Energieknappheit, ah. Nutzung von Reserven, bis Produktion gesteigert wurde. Braucht doch Energie, okay. Strom? Wir hatten ja schon festgestellt, dass wir das Windrad bauen können. Dann machen wir das mal, wa? Das ist doch wieder so ein Ding, was
safe von einem Meteor getroffen wird, wenn ich das jetzt platziere. Komm. Was fehlt da jetzt? Da darf eigentlich gar nicht. Ach doch, die Platten fehlen. Na egal. Kolonist Amelia ist obdachlos. Eine ist nur obdachlos. Okay. Ne, zwei. Drei. Also noch eine Baracke. So, wie läuft denn das jetzt hier? Arbeitszone verlegen. Okay. Ja, dann würde ich da mal anfangen auf jeden Fall. Wenn denn mal Strom da ist. Aber wir haben immerhin schon mal eine Giftmüllaufbereitungsfabrik. Das sieht auch genau richtig aus in der Umgebung, wo die sich befindet. Da mit diesen ganzen Giftmüllquellen da im Hintergrund. Ist nicht schlecht, definitiv. Ist nicht schlecht. Und wir haben wieder einsatzbereite Spezialisten. Satoshi. 7 Punkte nochmal. Oh, der hat Schaden gekriegt. Da ist wohl was geplatzt. Hat die sich jetzt eigentlich geholt? Geholt, genau. Na, warte, dann erkunde du mir mal, was hier ist. Oh, Teile. Gibt's da. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich safe, um weiterzukommen, hier irgendwen platt machen. Dann würde ich doch vorschlagen, Klamotten haben wir sehr wenig. Dann würde ich sagen, wir gehen mal direkt hier auf den, der die Klamotten hat. Schön treten, genau. Na, wie viel hat das jetzt? Boah, der hat schon einen ordentlichen Schlag drauf. Aber guck mal, das waren jetzt nicht 12 Einheiten, ne? Der hat ja 12 Angriffe. Es hieß ja, ja, der zieht genauso viele Werte beim Leben ab, wie er Angriffspunkte hat. Stimmt aber nicht. Weil wir hatten vorher 100 Punkte. Also sie hatte 100 Lebenspunkte und jetzt sind es nur noch 87. Das heißt, er hat einen mehr abgezogen. Oder zählt da die Verteidigung mit rein? Nee, dann wären es ja 14 Punkte gewesen. Schwierig. Ach, warte mal, wir haben doch noch eine hier. Wir haben doch noch die Frau. Medizin! Oh, nice. 16 Einheiten. Sie hat Plündern auf 3. Ja, das ist doch gut. Sauber. Hervorragend. Sieht das toll aus. Ja, mittlerweile muss ich sagen. Ah, schon wieder umherziehender Händler. Hat sich das echt gemausert hier. Was steht eigentlich auf seinem Wagen drauf? You name we get. Nee, you name it we got it. Best deals. Da ist eine Ente oben drauf, lol. Ah, was hat er denn? Oh, wenn ich ihm 15 Kartoffeln gebe, und das passt natürlich, wo wir gerade kein Essen haben, könnten wir neues Saatgut bekommen für Kohl. Für den Altkanzler. Da können wir den Altkanzler pflanzen. Ja, komm. Dann gibt's den Einheitskanzler auf dem Teller. Der absolute Wahnsinn. So. Jetzt würde ich nochmal gucken. Was haben wir denn gerade? Was ernten wir denn gerade schon? Ja, komm, wir bauen gleich noch ein Feld. Nur wo? An welcher Stelle? Hier? Oder hier? Ist ja alles fruchtbar hier, ne? Ich würde sagen, hier. Und dann gucken wir mal, dass wir da gleich Kohl anpflanzen. Wenn wir den jetzt uns schon erhandelt haben hier. Mühsam. Was fehlt denn hier schon wieder? Schon wieder Metallschrott. Ah, guck mal. Warum wird mir denn das nicht angezeigt, dass die Sammelstelle da kein Zeug mehr hat zum Sammeln? Was soll denn das? Was ist mit der anderen? Die hat aber noch, oder? Ja, die sammelt ja bei derselben Stelle. Warte mal, dann verlege ich da direkt schon mal hier hin. Sonst ist das ja gleich wieder alles weggelutscht.
So, jetzt baut mal hier das fertig. Da, das Feld. Ich will endlich den Kohl. Ich will den Kohl haben. Wachstumsrate normal, Ertrag mittel. Das ist gut. Aber hohen Ertrag haben wir noch bei keiner Pflanze. No. Mess. Ah. Aktionspunkte. Sehr gut. Dann geh du doch mal ins Krankenhaus hier und hol mal die Medizin raus. Sehr gut. Ihr zwei. Du. Du gehst. Ja, mit einer. Ja, nee, das ist nicht so gut, glaube ich. Das ist noch schlechter. Ungünstig. Vielleicht sollten wir lieber sie unterstützen hier unten. Genau, wir schicken die mal einfach alle runter. Wir müssen ja eh dann dahin. Töte ihn! Oh, habt ihr den Move gesehen? Nicht schlecht. Leveln die eigentlich auch mal irgendwie? Also, dass ich die vielleicht auch mal verbessern kann? Und an der Stelle ist diese Folge Surviving the Aftermath auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, das Ganze selber zu spielen, dann könnt ihr euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind oder auch gerne in die Playlist, die ihr hier auch vorfinden könnt. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, falls ihr das noch nicht getan haben solltet und dann geht's weiter in der nächsten Folge Surviving the Aftermath. Bis dann, ciao, ciao!